Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei LEGO Worlds. In der Zwischenzeit, seit unserer letzten Aufnahme, ist ein bisschen was passiert, und das muss ich euch jetzt am Anfang der Folge erstmal kurz alles erzählen. Und zwar steht hier immer noch dieses blöde, dumme Ding rum, wo ich nicht weiß, wie ich das wegbekomme. Hallo? Und ihr seht da im Hintergrund, es steht ein Häuschen, und das hat folgende Ursache. Wir haben eine weitere Aufnahme gemacht, die wieder einmal leider gecrashed ist. Dieses Mal war es nicht die Videodatei, die ich nicht benutzen konnte, sondern es war die Audiodatei, die nicht verwendbar war. Aber wir haben versucht, ein bisschen die Straßen auszubauen. Und jetzt im Nachhinein sehe ich auch, dass wir hier relativ unschön gearbeitet haben, möchte ich mal sagen. Auf jeden Fall fehlen jetzt ein oder zwei Folgen waren das, die jetzt fehlen. Ist aber jetzt gar nicht so tragisch. Unser Hund tötet die Nachbarn. Ja, schade. Gut, wir können uns ja das Auto nehmen und ein bisschen durch die Nachbarschaft fahren, denn wir haben hier unten den Bürgersteig ein bisschen verbreitert, wie wir das ja vorhatten. Wir haben außerdem die Stadt, unser Dörfchen, hier um ein paar Wohnhäuser erweitert. Und das Auto lässt sich immer noch extrem gut fahren. So. Vielleicht kann man ja auch vorsichtig gerade außen fahren. So. Das heißt, wir müssen hier die Straße noch ein bisschen weiterziehen. Wir haben jetzt hier einen kleinen Gürtel gemacht, wo wir ein paar Wohnhäuser hingebaut haben. Hier haben wir das Wasser ein bisschen verunstaltet, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, wir wollten, oder ich hatte vor, ins Wasser zu fahren. Also wir hatten vor, hier ein oder zwei Straßen lang mit Wohnhäusern voll zu machen. Wieso kann ich hier nicht aus dem Wasser springen? Hallo? Ah, so. Hier ein oder zwei Straßen mit Wohnhäusern zu machen, das sieht so schon relativ schick aus eigentlich. Es sind zwar alles die gleichen Häuserchen, aber wir haben uns dafür entschieden, da hier überall schon da Leute hier wohnen, da es eigentlich schon relativ alles eingerichtet ist und dass wir zum Beispiel dann so ein kleines Einkaufszentrum vielleicht nochmal bauen oder sonstiges. Da müssen wir uns noch was überlegen. Jetzt ist die Frage, es gab mittlerweile einen kleinen Patch, der nur kleine Sachen, glaube ich, bearbeitet hat. Hauptsache Hintergrundperformance und sowas. Es wird bald ein größerer Patch gegen Ende des Monats gehen. Wir haben ja jetzt den 19. Gegen Ende des Monats wird es einen neuen Patch geben und ich bin mal gespannt. Bei vielen Early Access Spielen ist es ja, wenn es einen neuen Patch gibt, dann ist diese ganze Welt futsch. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Aber bevor ich jetzt weiter hier quatsche, muss ich mal kurz gucken. Wir haben das hier. Ich werde jetzt einfach mal im Hintergrund, während ich hier ein bisschen euch noch was erzähle. Ja, das kommt hin. Werde ich hier versuchen, ein bisschen die Straßen auszubessern. Denn es ist alles ja schon es ist alles nicht so schick, wie ich. Ich weiß nicht, was da los war. Zum Beispiel hier müssten wir, glaube ich, hier einen reinmachen. Und dafür müssten die hier weg. So. Und genau, dann wird die Straße auch gleich wieder ein bisschen dicker. Machen wir das auch so. Genau. Mal gucken, ob ich erzählen und bauen gleichzeitig, ob ich das hinbekomme. Ja, wird bald ein Patch geben. Und dieser Patch wird beinhalten, unter anderem, hier ist die Straße schon echt dünn, oder? Was war das denn? Das war genau richtig. Das sind 2 und 2. Das hatten wir so. Das war absichtlich gut. Also, in dem nächsten Patch, der kommen wird, werden unter anderem solche Sachen wie Höhlen mit drin sein. Das heißt, es gibt neue Sachen zu entdecken. Und ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Weil bis jetzt ist ja alles, was hier so passiert ist, eigentlich Hand und Fuß hatte. Bis auf ein paar kleine ärgerliche Sachen, aber da sehen wir jetzt mal von weg. Warum die Straße hier so frickelig aussieht, hat einfach den Grund, weil wir hier mit dem Bulldozer, wir haben mit dem Bürgersteig, so wie jetzt auch, die Straße schon mal, oder die Grundstücksflächen hier, schon mal abgesteckt. Dann mit dem Bulldozer hier durchgefahren und wie man das halt so kennt, hat der Bulldozer überall da die Straße gelegt, nur da, wo er nicht sollte. Und deswegen haben wir jetzt hier überall Nöte. Ah, schon wieder verbaut. So,
Ich versuche das hier während des ganzen Bauens mich mit euch zu unterhalten, ist aber gar nicht so einfach, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Das mal so. Und dann geht's hier so weiter. Hier kann man leider nicht gedrückt halten und hochgehen. Weil wir nämlich ihn. Also können so machen. Das geht. No, das macht es doch schon einfacher und schneller. Also, wird Höhlen geben und ein paar neue Charaktere werden noch dazukommen. Ich bin ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, was da alles passiert. Ob es auch so noch ein paar kleine Änderungen gibt, wie Bausystem oder sonst was. Oder ob es vielleicht noch ein paar neue Fahrzeuge gibt oder so. Das weiß ich alles noch nicht. Ich lasse mich da genauso gerne überraschen wie ihr. Klack, 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 klack. Oh. Da sind wir vom rechten Weg abgekommen. Gut. Und. Nein. Was ist denn heute nur los? So. Machen wir hier unsere Markierung mal wieder weg. Ich habe mir auch persönlich mal überlegt, wie wir das anders lösen könnten mit der Straße, weil das war jetzt eben in der letzten Aufnahme, seht ihr ja hier, dann ist hier mal im Wasser die Straße gesetzt, dann sind die Bürgersteige wieder halb weg und alles in allem ist das echt nicht schön, was da passiert. Ob man das nicht anders macht und ob man das nicht anders einfach macht und dass wir versuchen oder einfach machen, und zwar die Straße mit diesen Plättchen hier zu bauen, oder? Wir haben ja hier vielleicht noch größere so Plättchen. Das ist ja genau die Breite der Straße, die wir haben wollten. Nein, es ist nicht. Nein, es ist nicht. Vielleicht finden wir ja noch so eine breite Platte. Nein. Auch nicht. Nein. Da. Guck mal, da haben wir direkt schöne Straßenplatten. Dass wir dafür dunkleres Grau einfach noch nehmen. Oder schwarz. Alle schwarzen Steine zu mir. Ich baue nur mit schwarz. Außer manchmal. Da nehme ich ganz, ganz dunkles Grau. So. Also, entweder, dass wir diese Platten nehmen und damit die Straßen einfach legen. Ich glaube, das würde uns viel Arbeit ersparen. Das mit dem Bulldozer ist echt lustig. Ich... Und rückwärts bauen ist es natürlich nicht möglich. Jetzt könnte... So. So. Also, ich würde sagen, das machen wir auch. Das mit dem Bulldozer ist echt ein cooles Feature, dass es funktioniert. Auch Straßenbau ist gar keine Frage. Bin ich ein sehr, sehr großer Fan von. Aber um wirklich... auf langfristig gezielt schöne Straßen zu bauen, ist es doch, glaube ich, ein bisschen konzentrier dich doch, Junge. Kann ich hier auch gleich nochmal alles wegräumen. So. So, um langfristig gezielt schöne Straßen zu bauen, glaube ich, ist es eine bessere Lösung, wenn wir hier wirklich die Straßen selbst bauen. Ich habe ja... Mann, so. Also, ihr könnt ja mal sagen von der Idee, hier sind jetzt auch kleine Fleckchen, dann wären das eine große oder mehrere große Platten. Ich werde das jetzt einfach mal machen, wenn ihr da komplett gegen seid und sagt, du fauler Hund, mach das wieder hier mit diesen einzelnen Plättchen und dem Bulldozer einfach, weil es auch viel realistischer rüberkommt, was ja auch stimmt. Dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, ich bin da gerne für Anregungen offen. Aber ich für mich persönlich entscheide jetzt einfach mal, dass wir das jetzt so machen. Wenn ihr da was gegen habt, können wir da immer noch drüber sprechen. Denn ich sag mal, das ist ja ein Geben und Nehmen hier. Ihr wollt ja hier ein schönes Let's Play von mir sehen. Und ich kann ja auch euch nur das die Qualität bieten, die ihr haben möchtet. Wenn ihr jetzt... Naja, komm. So, machen wir hier noch... Ist auch die Frage, machen wir weiter in diesem Kästchenbaumodus oder... Machen wir auch mal andere Landstriche. Ich würde fast sagen, hier ist mir nämlich noch eine gute Idee gekommen gerade. Ich hoffe, dass ich sie behalte. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal diesen Block hier fertig. Dann können wir nämlich uns auch mal überlegen, was wir brauchen. Brauchen wir einen Supermarkt? Brauchen wir ein riesiges Einkaufszentrum?
Oder brauchen wir einfach nur zum Beispiel einen Lebensmittelladen, dann vielleicht eine Bäckerei und einen Tierarzt oder so, solche Dinge? Oder machen wir ein riesiges Zentrum, wo es dann eigentlich alles zu holen gibt, sowas ähnliches wie... an dieser Stelle fügen Sie bitte Ihre beliebige Einkaufsmarkenkette ein, die Sie gerne besuchen, um möglichst viele Sachen an einem Ort zu kaufen. Ich möchte hier jetzt keine Schleichwerbung für irgendetwas oder für irgendjemanden machen. Nicht, dass es heißt, ich werde hier von irgendwelchen Firmen bezahlt, dass ich hier ihren Namen in meinem Let's Play sage, weil das ja sowieso so großflächig auch geguckt wird in Deutschland. So. Straßen, Straßen, Straßen. Jetzt nochmal außenrum kontrollieren, ob der Bürgersteig... Ich sage immer Bürgersteig, das mag ich gar nicht. Ich möchte eigentlich Gehweg sagen. Meine, in der Grundschule hat uns mal eine Lehrerin gesagt, wo der Begriff also Bürgersteig eigentlich herkommt. Und seitdem mag ich den Begriff gar nicht mehr. Das war damals, wenn das alles so stimmt, kann natürlich auch erstmal nur eine erflunkerte Geschichte gewesen sein. Auf jeden Fall war das früher wohl so, dass es auf den Straßen, damals war das ja mit Toiletten und so noch nicht so ganz, oder Müllabfuhr war ja alles noch nicht so weit fortgeschritten, wie das heutzutage zum Glück der Fall ist, muss man sagen. Und da hatte man das Problem, dass man zum Teil halt Müll und so von Außenfenster auf die Straßen geworfen hat. Und dann gab es eben diese Gehwege hier, die aber nur von den höheren und edleren Bürgern quasi benutzt wurden, wurden durften. Ich glaube, das ist richtig. Und die normalen anderen Bauern zum Beispiel oder so, die mussten alle durch die Scheiße auf der Straße laufen und dadurch warten. Und ja, deswegen mag ich den Begriff eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß noch nicht, ob es stimmt. Kann ja vielleicht mal jemand sich erkundigen, ob das stimmt oder nicht. Ich plane in der Zeit hier kurz den Block fertig. Na, haben wir hier 1, 2, 3, 4. Dann müsste hier der nächste hinkommen. Dann haben wir hier eine Kreuzung. Eine Kreuzung von Gut und Böse. Ah, das Steinchen hier an sich. Ob wir jetzt überall so penibel versuchen, kosmetische Verfeinerungen zu machen, das weiß ich noch selbst auch noch nicht. Ist mir im Moment erstmal Wurst. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist, würde ich fast sagen. Machen wir hier erstmal die Straße zu. So, dann kommt der nämlich wieder weg. Dann haben wir hier 4, das heißt, der kommt doppelt. Und damit wir einen Versatz drin haben, machen wir das so. Genau. Und auf nach vorne. Wir müssen nämlich irgendwie auch diese Grundstückgrößen mal gucken, wie wir uns die lernen oder ob wir einfach jetzt so nach und nach bauen. Mal sehen. Ist jetzt einfach nur diese Straße hier noch fertig ziehen, dann bauen wir das fertig. Und dann haben wir ja schon wieder einiges geschafft. So, runter, klack und nein, das war doof. Genau, la 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 la. Sehr gut. Hier noch zu. Und jetzt muss ich außen nochmal einen dran knüppen. Nein, so nicht. Sondern so. La 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 la. Klacken wir dran. Ich finde das wohl so äußerst interessant, wie man früher Dinge gelöst hat und wie man dann irgendwann auf die Idee gekommen ist, andere Sachen zu lösen, wie zum Beispiel das mit dem mit den Gehwegen, dass man da auf die Straße seinen Müll da auf die und seine Hinterlassenschaften auf der Straße eben dann verteilt hat. Ja, puh. Also für mich wäre es jetzt nichts. Aber das ist sowieso richtig gruselig manchmal, was ja, wie das halt so war. Also wir können uns eigentlich schon echt glücklich schätzen, in der heutigen Zeit geboren worden zu sein und dass wir dieser Zeit leben. Auch alleine, weil wir auch ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Wenn ich mir überlege, früher zum Beispiel im Mittelalter oder so, da hat man sich auf dem Markt draußen neben dem Hühnerverkäufer und dem anderen, dem Metzger und dem Blumenverkäufer und so, hat man sich da auf den Stuhl gesetzt und durfte man sich da die Zähne schön ziehen lassen. Ja, weiß nicht, ob das so mein Fall gewesen wäre. Unbedingt.
Natürlich läuft in der heutigen Zeit noch nicht alles komplett rund. Das will ich damit jetzt überhaupt nicht sagen, weil das nämlich auch überhaupt nicht zutrifft. In der heutigen Zeit läuft sogar auch gerade gesellschaftlich auch einiges schief. Aber so grundlegende Sachen wie Versorgung, Gesundheitssystem und so Schulsystem, obwohl das auch, ja, das ist, das hat alles eben so seine zwei Seiten. Auf der einen Art ist das Schulsystem hier schon gut, wir können hier ordentlich zur Schule gehen, unser Abitur machen und und. Das ist gar kein Problem. Aber dann wird die Leistung oder dann wird von den Kindern mittlerweile so viel abgefragt und abverlangt, dass sie gar nicht mehr richtig stemmen können. Und dann gehen die relativ sehr, sehr früh schon mit einem hohen Erfolgsdruck ins Leben, weil sie einfach mit diesem Druck auch aufgewachsen sind. Zum Beispiel dieses Turbo-Abi. 2 Jahre, da sollst du diesen ganzen Stoff fürs Abi in dich reinprügeln. Nur, ja, wofür im Endeffekt? Damit du ein Jahr früher fertig bist damit. Aber was machst du in diesem Jahr, wenn du nicht sofort irgendwo einen Studiumsplatz findest oder macht man vielleicht erstmal ein soziales Jahr oder so? Also ich persönlich finde, dass dieses Jahr, was man sich dort spart, eigentlich nicht lohnt, sondern man hat einen großen Druck und man ist sehr, sehr belastet und im Endeffekt muss man sich dann erstmal orientieren, weil man geht ja auch, man ist ja auch ein Jahr früher in die große Welt quasi entlassen und sowas wie Mietverträge und, was lernt man ja in der Schule überhaupt nicht. So, die wissen, diese präzise 5 Kaufhäuser planen können und ausbauen können, aber die wissen jetzt, die haben keine Ahnung von irgendwelchen Wohnkosten oder sonstiges, worauf man achten muss, wenn man sich ein Auto kauft und. Das sind alles eigentlich wichtige Sachen in meinen Augen, die aber echt verloren gehen. Und deswegen sehe ich das immer ein bisschen schwierig. Ich erzähle eigentlich nicht so gerne private Sachen, aber ich habe mein Abi ganz normal gemacht, studiere jetzt und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass ich da nicht noch in so ein Turbo-Abi mit reingedrückt wurde. Ja, ich meine im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob die meisten Schüler sich das selbst entscheiden können, die meisten werden dann vom Elternhaus auch gedrängt, sowas dann durchzuziehen wirklich, einfach weil es auch schön aussieht, ne, gerade diese Erfolgsfamilien, wo es dann, ja, mein Kind, ne, bla bla bla, lass den Kind doch einfach Kind sein. Lass es ein Jahr länger zur Schule gehen, wo ist dann bitte das Problem? Schulzeit, Abizeit und sowas alles, das ist doch eine der geilsten Zeiten überhaupt, weil du auch mega sorgenfrei eigentlich noch ans Leben rangehen kannst. Du hast deine Prüfungstermine, aber sonst, du hast halt nicht so den Druck, quasi. Oh. Du musst jetzt Rechnung bezahlen, du musst deine Familie über einen Monat bringen, du musst jetzt Geld verdienen, weil sonst, viele haben leider auch solche Probleme, weil die viel zu früh Eltern werden, ungewollt, sag ich jetzt ganz bewusst, weil es gibt ja auch viele, die sehr bewusst früh Eltern werden, aber auch wenn die Eltern zum Beispiel krank werden und man sich da dann wirklich kümmern muss, das sind immer diese anderen Sachen, aber an alle Eltern, die ganz normale Familienverhältnisse haben, warum lasst ihr eure Kinder nicht einfach mal Kinder sein? Da haben die viel mehr von, da haben die viel mehr Spaß dran und ja. Das ist meine Meinung dazu. So, kurz mal wieder vom Thema abweichen. Unsere Straße hier, wir nehmen jetzt mal ein Flugzeug und fliegen mal hoch, aber ich finde so im Grunde sieht das doch eigentlich schon recht schick aus. Und zur Feier des Tages nehmen wir heute ein ganz spezielles Flugmittel, und zwar einen Drachen. Ich hoffe nur, dass wenn wir jetzt einen Drachen hier in die Siedlung setzen, dass der nicht durch die Gegend zieht und alles tötet. Aber das hier, meine Freunde, ist Geralt, der Drache. Das ist landen. Konnte man hier nicht auch, genau, schön Feuerbälle, roar. Oh, hör auf. So, wir bauen uns vor dem Patch noch unsere eigenen Höhlen. So, ich muss sagen, das sieht echt gut aus. Dunkle Straßen, kleiner Hollen, Wohnblock,
Das sieht sehr, sehr gut aus. Da freue ich mich. Und auch unserem roten Freund hier verabschiede ich mich, denn ich sehe gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder ein bisschen in der Überlänge. Normal sind ja zwischen 15 und 20 Minuten sind ja angesiedelt für unser Lego Let's Play. Ich hoffe, dass wir das auch einhalten können. Vielleicht können wir ja dieses Straßennetzwerk noch ein bisschen ausbauen. Mal sehen, müssen wir gucken. Ich habe da richtig Spaß dran, muss ich sagen. Und ja, bevor wir weiterquatschen, würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und bis zur nächsten Folge. Habt Spaß mit Lego. Tschüss.